oft geht Ihr Blick aktuell auf die Wetter-Apps? Überhaupt nicht. Ich kümmere mich um die Sachen, die ich beeinflussen kann. Das Wetter kann ich nicht beeinflussen. Von daher, es ist dann so, wie es ist. Der Rasen wird so sein, wie er dann sein wird. Ich glaube, die Stadt tut alles Mögliche, dass es auch in einem guten Zustand sein wird, der Rasen. Da ist immer auch abhängig, was dann wirklich von oben auch runterkommt. Aber schlussendlich kann ich es nicht beeinflussen. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch ein mühseliges Thema. Wir können es nicht ändern, es regnet mal, es regnet nicht, aber alles in allem, glaube ich, bin ich guter Dinge, dass wir am Dienstag spielen können. Und ob es dann regnet, wissen wir nicht, werden wir sehen, aber das liegt nicht in unserer Hand. Alles andere wäre gelogen, wenn es nicht nerven würde, weil es beeinträchtigt natürlich auch die Liga. Wir haben jetzt dann, glaube ich, einen komplett vollen Terminkalender im April. Es sind Ligaspiele verschoben worden, das DFB-Pokalspiel gegen Gladbach wurde verschoben. Du weißt so gefühlt nie wirklich, was Sache ist. Kannst du spielen, kannst du nicht spielen? Ist der Platz ein Sumpf oder nicht? Also als Spieler ist das, oder auch als Mannschaft für uns, ist das natürlich dann schon jetzt langsam irgendwann nervend. Aber es bringt halt nichts, sich damit groß aufzuhalten. Deswegen versuchen wir das einfach jetzt auch erneut wieder zur Seite zu schieben und uns bestmöglich aufs Spiel vorzubereiten. Und was alles andere können wir eigentlich nicht beeinflussen.